called the defendant Keitel. Jawohl. Hallo, sound recording. Keitel is being witness box. Keitel is in witness box. Will you state your full name? Wilhelm Keitel. Will you take this oath, repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down if you wish. Ich bitte Sie, eine kurze Schilderung Ihrer militärischen Laufbahn zu geben. Ich bin im Jahr 1901, Anfang März, als Offizieranwärter in einem Artillerieregiment der Preußischen Armee eingetreten. Bei Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 war ich Regimentsadjutant meines Regiments. Nach Verwundung im September 1914 bin ich ab November Batteriechef in meinem Regiment gewesen. Ab Frühling 1915 habe ich in verschiedenen Generalstabstellungen Verwendung gefunden. Zunächst bei höheren Kommandobehörden des Feldheeres, später als Divisionsgeneralstabsoffizier. Zuletzt war ich erster Generalstabsoffizier des Marinekorps in Flandern. Ich bin dann freiwillig in die Reichswehr übergetreten. Ab 1929 war ich Abteilungsleiter der Heeresorganisationsabteilung im Reichswehrministerium. Eine Unterbrechung von 1933 bis 1935 in der Front wurde ich am 1. Oktober 1935 Chef des Wehrmachtamtes des Reichskriegsministers, also Chef des Stabes beim Kriegsminister. Während meiner Frontzeit wurde ich Generalmajor. Ich habe damals eine Infanteriebrigade geführt. Am 4. Februar 1938 wurde ich dann überraschend in die Stellung als Chef des Stabes beim Führer oder Chefoberkommando der Wehrmacht berufen. Am 1. Oktober 1939 wurde ich General der Infanterie. Und nach dem Feldzuge im Westen 1940 Feldmarschall.
Waren Sie Mitglied der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei? Nein, ich war nicht Mitglied, konnte das auch nach dem Wehrgesetz nicht sein und nicht werden. Sie haben aber das goldene Parteiabzeichen erhalten. Aus welchem Anlass? Das ist richtig. Im April 1939 wurde mir von Hitler das goldene Ehrenzeichen der Partei überreicht. Zugleich mit dem Oberbefehlshaber des Heeres, General von Brauchitsch, der Führer sagte, es solle eine Erinnerung sein, und zwar an den Einmarsch in die Tschechoslowakei. Das goldene Ehrenzeichen war graviert mit dem 16. 17. März. Im Jahre 1944 wurde das Wehrgesetz geändert, sodass auch aktive Soldaten Parteimitglieder werden konnten. Was haben Sie damals getan? Es ist richtig, dass im Spätsommer 1944 oder im Herbst 1944 das Wehrgesetz insoweit geändert wurde, dass auch aktive Soldaten Parteimitglieder sein konnten. Mir ist damals für die Kartei und die Aufnahme in die Listen der Parteimitglieder. Gleichzeitig wurde ich aufgefordert, eine Geldspende für die Partei einzusenden. Ich habe damals meine Personalien an die Parteiführung eingereicht, habe auch einen Geldbetrag überwiesen. Mitglied bin ich meines Wissens nicht mehr geworden. Eine Mitgliedskarte habe ich nie erhalten. Inwieweit haben Sie an Veranstaltungen der Partei teilgenommen? Ich habe in meiner Stellung und in der ständigen Begleitung des Führers an öffentlichen Veranstaltungen der Partei mehrfach teilgenommen. So zum Beispiel an den Reichsparteitagen in Nürnberg, ferner an den Eröffnungen des Winterhilfswerkes alljährlich, schließlich musste ich befehlsgemäß alljährlich am 9. November gemeinsam mit einem Repräsentanten der Partei an den Grabstätten der am 9. November 23 Gefallenen einer Totenehrung beiwohnen. Es geschah das symbolhaft im Hinblick auf den Kampf am 9. November zwischen Wehrmacht und Partei. Haben Sie im Kriege an internen Sitzungen, Zusammenkünften der Parteiführung habe ich niemals teilgenommen. Der Führer hatte mir auch eröffnen lassen, dass er das nicht wünsche. So bin ich zum Beispiel
wohl am 9. November alljährlich in München gewesen, habe aber niemals an den Zusammenkünften der sogenannten Hoheitsträger der Partei teilgenommen. Welche Auszeichnung haben Sie im Krieg erhalten? Im Kriege habe ich im Winter 39-40 war es wohl das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz bekommen. Andere deutsche Kriegsauszeichnungen habe ich nicht erhalten. Haben Sie Söhne? Ich hatte drei Söhne, die während dieses Krieges alle drei als Offiziere an der Front gestanden haben. Der Jüngste ist 1941 in Russland gefallen. Der Zweite als Major in Russland verschollen. Und der älteste Sohn als Major in Kriegsgefangenschaft. Feldmarschall Keitel, ich möchte gewissermaßen zum Beginn der sachlichen Befragung folgende grundsätzliche Frage an Sie richten. Welche Grundeinstellungen hatten Sie als Soldat, Offizier und General zu den Problemen, mit denen Sie in Ihrem Beruf zu tun hatten? Ich war Soldat, ich kann sagen, aus Neigung und aus Überzeugung. Ich habe über 44 Jahre ununterbrochen meinem Vaterlande und meinem Volke als Soldat gedient und habe das Bestreben gehabt, mein bestes Können in den Dienst meines Berufes zu stellen. Ich habe geglaubt, dieses tun zu sollen, in Pflichterfüllung, in rastloser Arbeit und in völliger Hingabe an die Aufgaben, die mir in meinen vielen und verschiedenen Stellungen aufgetragen wurden. Ich habe das in gleicher Hingabe getan, unter dem Kaiser, unter dem Präsidenten Ebert, unter dem Feldmarschall von Hindenburg und unter dem Führer Adolf Hitler. Welches ist nun Ihre heutige Einstellung? Als deutscher Offizier halte ich es für meine selbstverständliche Pflicht, für das einzustehen, was ich getan habe. Auch dann, wenn es falsch gewesen sein mag. Ich bin dankbar, dass mir Gelegenheit gegeben wird,
hier und vor dem deutschen Volke Rechenschaft abzulegen darüber, was ich war und über meinen Anteil am Geschehen. Ob Schuld oder schicksalsmäßige Verstrickung wird nicht immer klar zu trennen sein. Nur eines halte ich für unmöglich. Dass man den Mann vorderster Linie und dass man die Unterführer und Führer der Front etwa mit einer Schuld belastet und dass die höchste Führung eine Verantwortung ablehnt. Das ist nach meiner Auffassung unwahr und das halte ich auch für unwürdig. Ich bin davon überzeugt, dass die große Masse unserer braven Soldaten im Grunde anständig war. Und dass überall da, wo die Grenzen des Zulässigen überschritten worden sind, unsere Soldaten gehandelt haben, im guten Glauben an militärische Notwendigkeiten, und an die gegebenen Befehle. Die Anklagebehörde hat nun im Zusammenhang mit dem Vortrag vieler Verstöße gegen Kriegsgesetze, Verbrechen gegen die Menschlichkeit immer wieder auf Schreiben, Befehle und so weiter hingewiesen, die ihren Namen tragen. Viele sogenannte Keitel-Befehle, Keitel-Erlasse sind hier vorgelegt worden. Es ist nun zu prüfen, und inwieweit Sie und Ihre Tätigkeit in einem ursächlichen und schuldhaften Zusammenhang mit dem stehen, was aus diesem Befehl entstanden ist. Was wollen Sie zu dieser allgemeinen Beschuldigung sagen? Es ist richtig, dass es eine große Anzahl von Befehlen, von Anordnungen und Richtlinien gibt, die mit meinem Namen in Verbindung stehen. Und es ist auch zuzugeben, dass solche Befehle vielfach Abweichungen vom geltenden Völkerrecht beinhalten. Zum anderen gibt es auch eine Gruppe von Anordnungen und Befehlen, die nicht auf militärischen Motiven beruhen,
sondern auf weltanschaulichen Grundlagen und Gesichtspunkten. Ich denke da an die Gruppe von Anweisungen, die vor dem Feldzug gegen die Sowjetunion herausgegeben worden sind und die auch in der Folgezeit dann später noch herausgegeben wurden. Was können Sie hinsichtlich dieser Befehle zu Ihrer Entlastung sagen? Ich kann nur sagen, dass ich grundsätzlich für alle die Dinge, die aus diesen Befehlen gefolgt sind und die insofern mit meinem Namen und meiner Unterschrift in Verbindung stehen, diejenige Verantwortung trage, die sich aus meiner Dienststellung ergibt. Und ferner, dass ich für die Ämter und Abteilungen des Oberkommandos der Wehrmacht, die mir unterstellt waren, die Verantwortung trage, soweit sie rechtlich und moralisch begründet ist. Woraus ist Ihre Dienststellung und der Umfang Ihrer rechtlichen Verantwortung zu entnehmen? Das ist in dem ja oft auch schon genannten Führererlass vom 4. Februar 1938 enthalten. Ich lasse Ihnen diesen Erlass überbringen, damit Sie den Text vor Augen haben. Sie finden in diesem Führererlass in Absatz 1: Die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht übe ich von jetzt ab unmittelbar persönlich aus. Was bedeutete das im Verhältnis zu dem Zustand, der bis dahin bestand? Bis dahin hatten wir einen Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Das war der Feldmarschall von Blomberg. Und außerdem den obersten Befehlshaber der Wehrmacht. Das war verfassungsmäßig das Staatsoberhaupt und in diesem Falle Hitler. Mit dem Ausscheiden des Oberbefehlshabers der Wehrmacht von Blomberg war nur noch ein Oberbefehlshaber vorhanden. Das war Hitler selbst. Und von diesem Zeitpunkt an übte er die Befehlsgewalt über die drei Wehrmachtteile Heer, Marine und Luftwaffe selbst aus. Es heißt ja dann auch, von jetzt ab unmittelbar. Das sollte ganz eindeutig feststellen,
dass irgendeine Zwischenstelle mit Befehlsbefugnissen nicht mehr existieren sollte, sondern dass die Befehle von Hitler als Oberbefehlshaber der Wehrmacht unmittelbar an die Wehrmachtteile und ihre Oberbefehlshaber ergingen. Dann heißt es noch, unmittelbar persönlich aus. Auch das hatte seinen Inhalt. Denn das persönlich sollte ausdrücken, dass es eine, möchte sagen, Vertretung in diesen Befugnissen nicht gab und nicht geben sollte. Ich nehme danach an, dass Sie niemals bei Ihrer Zeichnung IV, also in Vertretung, gezeichnet haben? Nein, ich kann mich nicht eines einzigen Falles erinnern, wo ich jemals in Vertretung gezeichnet habe. Nun heißt es... Und nach unseren militärischen Grundsätzen hätte, wenn die Frage aufgetreten wäre, eine Vertretung zu bestimmen, dass nur einer, und zwar der rangälteste Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Teil sein könnte. Im Absatz 2 des Erlasses vom 4.2.38 heißt es, das bisherige Wehrmachtsamt im Reichskriegsministerium tritt mit seinen Aufgaben als Oberkommando der Wehrmacht und als mein militärischer Stab unmittelbar unter meinen Befehl. Was bedeutet das hinsichtlich des Stabes, der da gebildet wurde? Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht hatte in dem Wehrmachtamt seinen militärischen Stab. Das heißt, in dem Wehrmachtamt im Kriegsministerium. Und dieses Wehrmachtamt übernahm Hitler als oberster Befehlshaber als seinen militärischen Stab. Und damit sollte dieser Stab unter ihn als sein Arbeitsstab persönlich treten. Es wurde ja auch gleichzeitig mit der Abschaffung des Oberbefehlshabers der Wehrmacht der Reichskriegsminister abgeschafft. Es gab also auch kein Kriegsministerium und kein Kriegsminister in dem bisherigen Sinne wie mehr. Und damit kam auch klar zum Ausdruck, was Hitler auch wollte, nämlich zwischen sich und die Wehrmachtteile, sowohl auf dem Kommandowege wie auch in ministeriellen Funktionen, sollte nicht irgendein Amtsträger sein, der irgendwelche eigenen Befugnisse hatte. Sie wurden nun nach diesem Erlass mit der Bezeichnung Chef OKW
als neue Dienststelle übernommen. Mir liegt daran klarzustellen, ob diese Bezeichnung Chef OKW richtig ist. Das heißt, ob das, was Sie nach außen hin zu sagen scheint, auch im eigentlichen Sinne wahr. Ich muss dazu sagen, dass mir eigentlich erst jetzt zum Bewusstsein gekommen ist, dass diese Bezeichnung in ihrer abgekürzten Form eigentlich nicht ganz zutreffend ist. Genau genommen hätte es heißen müssen, der Chef des Stabes des Oberkommandos der Wehrmacht. Und nicht abgekürzt Chef OKW. Denn ich habe hier aus Darlegungen der Anklagebehörde ja mehrfach entnehmen müssen, dass man den Begriff Chef hier so aufgefasst hat, als ob das ein Befehlshaber sei, Chef einer Stelle mit Befehlsbefugnissen. Und das ist natürlich eine Schlussfolgerung, die irrig ist. Es war weder eine Stelle im Sinne des Chefs als Befehlshaber, noch auch, was man vielleicht annehmen könnte oder angenommen hat, dass es eine Art Stellung als Generalstabschef gewesen wäre. Das ist auch nicht richtig. Ich war niemals Generalstabschef der Wehrmacht. Es war der unzweideutige Wille Hitlers, in diesen Dingen alle Befugnisse, alle Kommandogewalt in seiner Person zu vereinigen. Und das ist nicht nur eine Feststellung nachträglich, sondern diesen Willen hat er auch mir gegenüber gelegentlich klar ausgesprochen. Zum Teil im Zusammenhang damit, dass er mir mehrfach gesagt hat, damit habe ich mich ja niemals durchsetzen können bei Blomberg. Ich habe hier eine von der Anklagebehörde vorgelegte Erklärung des Feldmarschalls von Brauchitsch. Ich darf vielleicht noch etwas hinzufügen. Ich sprach von der Tatsache, dass es auch nicht eine Stellung als Generalstabschef oder Chef des Generalstabes gewesen ist. Denn die grundlegende Auffassung Hitlers war die, dass die Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile jeder seinen eigenen Generalstab oder Führungsstab hatte, und dass er auch gar nicht wollte, dass das Oberkommando der Wehrmacht unter Einschluss des Wehrmachtführungsstabes die Funktionen eines Generalstabes übernehmen sollte. So wurde praktisch mit den Generalstäben der Wehrmachtteile
gearbeitet. Während im Oberkommando der Wehrmacht der absichtlich klein gehaltene Wehrmachtführungsstab ein Arbeitsstab für Hitler war, für strategische Überlegungen und für besondere Aufträge. Dann ist das, was Feldmarschall von Brauchitsch in seinem Affidavit, von dem ich schon sprach, gesagt hat, wohl richtig. Das heißt hier, wenn Hitler sich entschlossen hatte, die Erreichung seiner politischen Ziele durch einen militärischen Druck oder durch Einsatz der militärischen Machtmittel zu unterstützen, erhielt der Oberbefehlshaber des Heeres, wenn er daran beteiligt war, zunächst in der Regel mündlich eine entsprechende Orientierung oder einen entsprechenden Befehl. Hierauf wurden im OKH die Operations- und Aufmarschpläne bearbeitet, nachdem sie in der Regel mündlich Hitler vorgetragen und von ihm genehmigt waren, erfolgte ein schriftlicher Befehl des OKW an die Wehrmachtsteile. Ist das so richtig? Ja, im Prinzip ist das soweit richtig, als die endgültige Formulierung des Auftrages an den Oberbefehlshaber des Heeres in der Form einer Weisung, wie wir es nannten, geschah. Und zwar aufgrund der bereits vorgetragenen und gebilligten Pläne im Großen. Diese Arbeit vollzog sich im Wehrmachtführungsstab und so war der Wehrmachtführungsstab zwar nicht eine Stelle, die selbstständig tätig wurde oder die bei der Befehlsausgabe oder mit der die Dinge bei der Befehlsausgabe alleine behandelt wurden, sondern der Wehrmachtführungsstab und ich nahmen an diesen grundsätzlichen Festlegungen oder Anerkennungen der Vorschläge teil und brachten das dann in die Form, die von Hitler als obersten Befehlshaber dann vollzogen wurde. Wir gaben also diese Befehle, wenn man das mal technisch ausdrücken will, dann weiter. Ich habe auch noch eine stattliche Erklärung des Generalobersten Halder, die dasselbe betrifft. Sie kennen dieses Affidavit Nummer 1. Ich glaube, ich kann
auf die Verlesung verzichten und nehme lediglich zum Zwecke des Beweises auf dieses Affidavit Nummer 1 von Halder Bezug, das von der Anklagebehörde vorgelegt worden ist. Nun hat die Anklagebehörde aber noch eine Abhandlung überreicht, ohne eine besondere Nummer. Die Abhandlung heißt Grundlagen über die Organisation der deutschen Wehrmacht. Is this the document which you say the prosecution offered in evidence but didn't give a number to? Ja, es ist, dieses Dokument ist uns von der Anklagebehörde, und zwar, ich glaube, von der amerikanischen Anklagebehörde, am 26. November 1945 überreicht worden. Ich weiß es nicht. It hasn't been offered in evidence, you mean, by the prosecution? Ich glaube nicht, dass ich das entscheiden kann. Ich nehme an, dass ein Dokument, das uns Verteidigern zugeleitet worden ist, auch gleichzeitig dem Gericht übergeben wurde. Wenn nicht als Beweismittel, so doch zur amtlichen Kenntnisnahme. What is the document? Is it an affidavit or not? Es ist ein kein Affidavit, sondern nur ein Aufsatz der amerikanischen Anklagebehörde, wie ich annehme, als Grundlage für die Anklage gegen die Organisation OKW und Wehrmacht. Have you got it in your document book or not? Ich habe es nicht im Dokumentbuch, weil ich annahm, dass es dem Gericht auch zur Verfügung stände. Es ist im Übrigen, Herr Präsident, eine ganze Kleinigkeit. Perhaps Mr. Dodd can tell us what it is. If I could see it, I might be able to be helpful. I'm not familiar with it. It's probably one of the documents that we submitted to the defense, but which we did not actually introduce in evidence. And that happened more than once, I think, in the early days of the trial. Ich nehme nur auf einen einzigen Abschnitt. Yes. Ich nehme nur auf einen kleinen Abschnitt dieser Abhandlung Bezug, den ich verlesen will. Dadurch erübrigt sich vielleicht die Vorlage. In evidence the Halder affidavit. I don't mean at this moment, but are you proposing to offer it? You are. Ich nehme an, die Anklagebehörde hat es schon vorgelegt. Ich nehme nur darauf Bezug. What the Halder affidavit? Halder. Well, what's the number of it then, if it's been submitted? Es hat auch dieses Affidavit hat keine Nummer. Hat die Anklagebehörde... Well, it can't have been submitted then, if it hasn't got a number on it. Also in English.
It suggested to me that possibly the Hall affidavit was offered and rejected. Nein. No? Nein, es ist, es sind damals eine Reihe von Affidavits vorgelegt worden. Von Brauchitsch, von Halder, von Heusinger und noch vielen anderen Generälen, die in Nürnberg sind. Sämtliche Affidavits hatten kein Exhibit. This affidavit was put in by the United States as an exhibit. I do not have the number handy, but I think it was submitted by at the time that Colonel Telford Taylor submitted the case on behalf of the prosecution against the High Command and the OKW. This Halder affidavit. The first document which Dr. Nelder referred to is not an affidavit. It was a paper submitted to the tribunal and to the defense by Colonel Taylor to set out some of the basic principles of the organization of the High Command and the OKW before he presented his case or his part of the case. It's really just the work of our own staff here in Nuremberg. Yes. Dr. Delta, as the document that you are referring to, not the Halder affidavit, appears to be a mere compilation, the tribunal thinks that it shouldn't go in as an exhibit, but you can put a question to the witness upon it. In der Ihnen vorliegenden Abhandlung hat die Anklagebehörde Folgendes gesagt. Nach 1938 bestanden also vier Abteilungen, das heißt OKW, Oberkommando der Wehrmacht, OKH, Oberkommando des Heeres, OKL, Oberkommando der Luftwaffe, und OKM, Oberkommando der Marine. Und jeder besaß einen eigenen Generalstab. Was wollen Sie dazu sagen? Ich kann nur sagen, dass das nicht richtig ist. Und auch der Darstellung, die ich ja schon gegeben habe, über die Funktionen der Oberkommandos, der Wehrmachtteile und OKW widerspricht. Es gab nicht vier solche Dienststellen, sondern es gab nur drei. Nämlich ein Oberkommando des Heeres, ein Oberkommando der Kriegsmarine, und ein Oberkommando der Luftwaffe. Das Oberkommando der Wehrmacht als persönlicher, unmittelbarer Arbeitsstab war in diesem Sinne keineswegs eine selbstständige Befehlsstelle, die ich gerade vorher ausgeführt habe. Die Oberbefehlshaber
der Wehrmacht teile. Waren Befehlshaber, hatten Kommandogewalt und übten diese aus über Truppen, die ihnen unterstanden. Das Oberkommando der Wehrmacht hatte weder Befehlsgewalt, noch unterstanden ihm irgendwelche Truppen, über die es Befehle, an die es Befehle hätte geben können. Es ist deswegen auch nicht richtig, dass, wenn ich mich erinnere, aus den Vorträgen der Anklagebehörden, dass einmal der Ausdruck gefallen wird, Keitel als Oberkommandierender der Wehrmacht. Der wählt es nur, um das hier hervorzuheben. Ferner möchte ich gerade bei diesem mir vorgelegten Dokument auf die letzte Seite mit einer Skizze nur kurz aufmerksam machen. Herr Präsident, diese Skizze ist das Diagramm, welches die Wehrmacht heißt. Es ist die Darstellung, die diagrammatische Darstellung der gesamten Wehrmacht und der Wehrmachtteile. Das entspricht. Ich glaube also, nur kurz darauf hinweisen zu sollen, dass gerade dieses Diagramm mit die Veranlassung zu dieser irrigen Auffassung gewesen ist. Weil dort das Oberkommando der Wehrmacht als eine besondere Dienststelle oder Befehlsstelle zeichnerisch dargestellt ist. Und das ist falsch. Welche Aufgabe hatten Sie nun in diesem militärischen Sektor als Chef OKW? Zunächst erstmal war eine wesentliche Aufgabe, dem Führer alle Unterlagen, dann alle die vielen von ihm gewünschten Auskünfte und Rückfragen gemeinsam und unter Ausnutzung des Wehrmachtführungsstabes zu beschaffen. Ich darf sagen, dass der Wehrmachtführungsstab in dieser Beziehung etwa die Funktionen ausübte, die man damit bezeichnen kann, dass er Hitler die unmittelbaren und engen Verbindungen zu den Generalstäben der Wehrmachtteile vermittelte und besorgte. Außer dieser Beschaffung einer Unzahl solcher Unterlagen, die täglich gefordert wurden, kam als eine zweite Funktion die hinzu, dass ich bei allen Besprechungen, die mit den Oberbefehlshabern der Wehrmacht teile und ihren Generalstabschefs stattfanden, ebenso wie der Chef des Wehrmachtführungsstabes in der Regel, anwesend war und sein musste, dabei diesen Gelegenheiten sofort
eine ganze Reihe mündlicher Befehle erteilt wurden. Und diese Befehle nach militärischen Grundsätzen selbstverständlich, nachträglich, schriftlich bestätigt werden mussten. Nur so konnte man vermeiden, dass Irrtümer oder Missverständnisse auftraten, also durch die Bestätigungen den Betreffenden, die die mündlichen Befehle bereits in Empfang genommen hatten, klar zum Ausdruck zu bringen, das ist der Zweck und das ist der Sinn des Befehls. Wie haben Sie die nun von Ihnen meist ausgefertigten Befehle, Schreiben und so weiter gezeichnet? Es ist richtig, dass gerade diese Art der Befehle und Anweisungen fast ausschließlich von mir unterzeichnet worden sind. Es waren ja auch tatsächlich schon gegebene Befehle, die in der militärischen Befehlsgebung oft schon längst ihren weiteren Weg genommen hatten. Und so ergibt sich, wie auch aus der Masse der hier vorliegenden Dokumente ersehen werden kann, die Form, die ich grundsätzlich anzuwenden pflegte, indem ich zu Eingangs oder nach einem kurzen einleitenden Worten stets geschrieben habe, der Führer hat daher befohlen. In der größten Mehrzahl der Fälle war dieser Befehl für die empfangende Stelle keine Überraschung mehr, nichts Neues, sondern eine Bestätigung. Und in ähnlicher Form habe ich natürlich auch auf den nicht reinen operativen Führungsgebieten die erhebliche Zahl von organisatorischen und sonstigen Anweisungen und Befehlen unter meiner Leitung bearbeiten lassen und sie dann weitergeleitet. Wobei besonders darauf hinzuweisen ist, dass ich wohl in keinem Falle Befehle abgesendet habe, ohne diesen Befehl nochmals meinem obersten Befehlshaber gelegentlich der täglichen Vorträge gezeigt zu haben, damit ich mich vergewisserte, dass ich in keiner Form und in keiner Weise irgendwie ihn etwa missverstanden hatte oder aber etwas herausgab, was nicht, ich darf das betonen, auch im Wortlaut seine Billigung hatte. Nun gab es ja noch eine andere Kategorie von Befehlen und Anordnungen. Darf ich vielleicht noch etwas dazu sagen? Das fällt einem ja dann. Bitte schön. Um das klarzustellen, bei den hier auch vorliegenden Dokumenten sind diejenigen, die Hitler persönlich unterschrieb, unter dem Kopf der Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht erlassen worden. Und es gibt einige Ausnahmen, in denen auch solche Anweisungen von mir im Auftrage unterschrieben auch vorliegen. Dazu möchte ich die Erklärung auch geben.
Auch hier gilt das, dass diese Weisung, die im Übrigen schon mehrfach Korrekturen Hitlers durchgemacht hatte und die Behinderung des obersten Befehlshabers zur Herbeiführung seiner Unterschrift, dann es notwendig machte, dass ich die Unterschrift in dieser Form ergehen ließ. Aber nie in Vertretung, sondern stets nur im Auftrage. Sonst hat sich das vollzogen, wie ich in der Form der Anweisungen, die dann von mir gezeichnet wurden. Ich möchte dabei gleich erwähnen, wenn hier auch eine Anzahl Dokumente unter dem Kopf Chefoberkommando der Wehrmacht, hat auch zum Teil gewechselt mit Oberkommando der Wehrmacht, vorliegen als Dokumente, wo drauf steht, drunter steht IA Jodl. So möchte ich dazu sagen, dass man beinahe automatisch nachweisen kann, dass ich zufällig nicht da war. Sonst würde ich unterschrieben haben. Und zwar mit der Erkenntnis, dass ich der Chef des Stabes war, der nach militärischen Prinzipien grundsätzlich dann solche Dinge zu unterschreiben hat. Die Ihnen vorliegende Denkschrift enthält folgenden Satz. Das OKW vereinigte in sich die Tätigkeit eines Stabes und eines Ministeriums. Es handelt sich dabei um die Angelegenheiten, die früher das Reichskriegsministerium als solches bearbeitet hatte. Und die wohl auch auf das OKW übergegangen sind. Wie verhält es sich mit dieser ministeriellen Funktion des OKW? Ja, diese Formulierung, wie sie hier drin steht, die ist zwar nicht unrichtig, aber im Wesentlichen zumindest sehr missverständlich. Denn es war keineswegs so, dass das Oberkommando der Wehrmacht alle diejenigen Funktionen, die früher der Kriegsminister ausgeübt hatte, etwa nun auf das Oberkommando der Wehrmacht übergegangen wären. Es war eine erhebliche Anzahl von Funktionen und von Gerechtsamen, die der Kriegsminister in seiner Stellung als Minister und damit als der Verantwortliche auch gegenüber den Oberkommandos der Wehrmachtteile und ihren Oberbefehlshabern entscheiden konnte und entschieden hat, die niemals auf den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht bzw. auf mich übergegangen sind. Es trat damals Folgendes ein. Alles das, was in dieser Beziehung Befehls- und Hoheitsrechte enthielt, und was der Führer nicht selbst übernehmen wollte, das wurde, soweit es eben Hoheitsrechte und Entscheidungsbefugnisse beinhaltete, auf die Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile übertragen. Um das nur anzudeuten, möchte ich von den mir in Erinnerung befindlichen wesentlichen Dingen einige nennen. Zum Beispiel Personalien der Offiziere.
Entscheidungen von Beschwerden. Grundlagen für die Etats- und Haushaltsfrage. Die Gerichtsbarkeit und Gerichtshoheit, die der Kriegsminister gehabt hatte und die auf die Oberbefehlshaber überging. Alle Beamtenfragen und alle Beamtenrechte. Ich könnte noch mehr nennen, ich hält das nur auf, um als Beispiel dafür zu gelten, dass da, wo Entscheidungen hätten getroffen werden müssen, zum Beispiel Absetzen eines Beamten, Entlassen eines Angestellten, nicht der Chef OKW entscheiden konnte, sondern dass hier den Oberbefehlshabern diese Befugnisse in Erweiterung ihrer früheren aus dem Befugnisbereich des Kriegsministers selbstständig übertragen wurden und nur gewisse Vorbehalte dem Führer vorbehalten blieben, die er selbst sich vorbehalten hatte. Ebenso ist es auch noch auf anderen Gebieten des Oberkommandos der Wehrmacht im Lauf der nächsten Jahre zu weiteren Einschränkungen seiner Aufgaben gekommen, durch die Auflösung des Wirtschafts- und Rüstungsamtes. Es wurde ein Rüstungsminister eingesetzt, durch die Auflösung des Amtes Auslandabwehr, also Nachrichtendienst, von dem nur der Selbstschutz der Truppe bei der Wehrmacht blieb, alles andere abgegeben wurde und ähnliches mehr. Meine Befugnisse nun waren so: in allen grundlegenden Fragen, die dieser ministerielle Arbeitssektor umfasste, war ich verpflichtet, in jedem Falle die Entscheidung Hitlers einzuholen. Entbunden davon war ich nur in laufenden Dingen und wenn zwischen den Beteiligten in einer ministeriellen oder verwaltungsmäßigen Frage zwischen den Wehrmachtteilen meiner bearbeitenden Fachstelle eine völlige Übereinstimmung bestand, dann war eine Entscheidung nicht notwendig. Ich muss daher nochmal zusammenfassend feststellen, dass das Oberkommando der Wehrmacht keine eigene Zuständigkeit besaß und dass man es nur so ausdrücken kann, dass Hitler tatsächlich die Funktionen des Oberbefehlshabers der Wehrmacht ebenso wie die Funktionen des Kriegsministers in seiner Person vereinigte und damit, um es zu wiederholen, einen dazwischen geschalteten Amtsträger unter allen Umständen auszuschalten. Das heißt, der Zwischenschaltung zwischen ihm und seine Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile. Ich möchte... Dr. Nelter, we'll adjourn now until 2 o'clock.